Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Sisland is Mailand. Was haben wir vor in dieser Folge? Und zwar habe ich gedacht, wir müssen auf jeden Fall die beiden Lager hier wegmachen, weil die sind zu nah an unserem Camp hier. Und dann werden wir hier das Fort überfallen und hoffen, dass wir dort noch ordentlich Kriegernachschub kriegen für unser Lager. Ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal. Fangen wir einfach hier mal mit dem Desert Camp an. So, das markiere ich mal. Da ist auch schon eine Patrouille wieder unterwegs. Okay, Stufe 2. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Die sind alle hier nur Stufe 2. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir da mal hin. Wie weit ist es denn weg? 217 Meter. Gesagt, das ist ja keine Entfernung. So, da hinten können wir sogar was sehen. Die sind dahinter. Ich glaube, wir ändern den Plan und gehen dann erst nach hier. Weil die können wir ja sowieso schon sehen. So, jetzt reiten wir mal ein bisschen näher ran. Ist auch gerade dunkel geworden. Haben wir wieder einen kleinen Vorteil. Die gleich alle schlafen gehen oder vielleicht auch schon schlafen. So. Schön langsam ran hier. Nicht, dass wir. Oh, genau das meinte ich. Nicht, dass wir hier noch aufgedeckt werden und Alarm schlagen. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier noch ein bisschen näher ran. Ja, ich glaube, hier ist gut. Da sitzt einer, da steht einer. Ja, ich glaube, wir decken hier erstmal auf. Ne? Wie gesagt, da rechts steht einer. Da unter der Hütte sitzt oder schläft einer. In der Hütte sind, ja. Aber da hinten steht noch einer, der ist wach. Wow. Sind gar nicht so wenig hier, ne? Okay. Ich würde sagen, nehmen wir mal einen Stein. Versuchen den mal schlafen zu legen. Da müssen wir aber noch ein bisschen näher ran hier. Jetzt kann der mich von da hinten sehen. Okay. Nein. Noch ein bisschen näher ran. Jetzt passt es aber. So, der schläft. Ach, der ist jetzt einer wach geworden. Fahren wir uns hier mal ein bisschen. Da sitzt auch noch einer. Fahren wir uns den erstmal. Don't kill me, please. Stop. I'll talk. Just don't hurt me. I know where he keeps the stuff. Ja, wo ein Schatz versteckt ist, okay. Und sonst hat er uns nichts mehr zu sagen. Da können die mich durch die offene Tür sehen. Okay. Beeile ich mich hier mal lieber. So, wie sieht's denn hier drinnen aus? Die Tür ist zu. Hier liegt auch noch einer. Oh. Runter. Da wären wir fast entdeckt worden. Ach, Mist. Ja gut. Da haben sie uns entdeckt. Und den konnten wir nur einschüchtern, ne? Show yourself, slowly. Ich habe hier mal eine Idee. Wer hat die Hütte jetzt verlassen, ne?
gut. Ja, der... Na? Da bleib doch mal stehen. Okay. Jetzt kommt er gleich zurück. Jetzt... Ah. So. Der schläft. Gehen wir hier mal rum. Legen den auch schlafen. Oh, wer hat denn... Da ist noch einer. Okay. Habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr so viele Pfeile dabei. Das war sehr mutig. Wollten wir den eigentlich packen und da wegziehen. Oh, jetzt zuckt mein Auge. Einen Moment. Ah, so. Kann es weitergehen? Ja, ich glaube, wir müssen mal auch was essen hier. Ah, das klappt ja nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch nicht mehr so viele Betäubungspfeile, glaube ich, ne? Ja, doch, 28. Aber eigentlich will ich die ja hier jetzt gar nicht alle verschwenden. So. Da ist auch noch einer. Okay. So, dann schicken wir sie alle schlafen hier. Gibt's doch nicht. So. Und den auch direkt. Everyone get ready. Here they are. Ah, das gibt's doch nicht. Mann, was ist denn hier los? Können die um die Ecke gucken oder was? Da ist einer. Plündern, einschüchtern. So. Alles nehmen. Einschüchtern. Ah, die werden hier alle langsam wieder wach. Noch eine Patrouille dazu gekommen. Deshalb. Na, komm ich dran?
muss ich auch mal wieder was essen. Ist das wieder eine chaotische Folge hier. So, 8 Pfeile habe ich noch, ja. So, mal eben gucken. Hier ein paar Sachen wegschmeißen, ablegen, ablegen. Sieht es denn aus? Immer noch zu viel Gewicht. Was schießen die denn? Die stehen mir alle wieder auf hier. Finde ich nicht gut. Direkt einschüchtern, plündern können wir im Moment sowieso nichts. Jetzt auch keine Pfeile mehr. Aber wir haben die meisten erledigt. Ich glaube, zwei sind. Oh, da liegen noch welche. Okay. Ah, ich muss hier weg. Erstmal. So. Was essen? Andere Pfeile. Er hat mich gesehen. Da. So, ich glaube, der Rest schläft, ne? Der auch tot? Ne, einschüchtern. Oder wollen wir nochmal schnell hier rüber? Aber jetzt kommen meine Indianer hier zu Hilfe oder was? So, ich glaube, das war's, ne? Geh du mal schön zurück zum Lager. Ich glaube, wir holen uns hier noch ein paar Pferde. Da kommt noch einer. So, noch mehr hier? Ne, ich glaube nicht, ne? Oh, da kommt noch mehr! Ich werde sterben! Shit! Ach, Mist! Die hab ich einfach nicht kommen sehen, ey. Naja, zum Glück ist das Camp ja hier in der Nähe. Oh, nicht weit laufen. Ach ja. Irgendwie auch nicht wirklich konzentriert bei der Sache. So.
Fortfahren, nee, so, ich brauche erstmal einen Bogen wieder. So, nehmen. Dann brauchen wir hier natürlich auch ein paar Pfeile. Komm, die nehmen wir auch mal komplett. Dann haben wir hier Stunt-Pfeile, okay. Nehmen wir auch mal mit. Sound Error. So, ja, die anderen Pfeile sind leider weg. So. Das stelle ich mal hier weiter ins Lager rein. Dann ist das nämlich unser. So. Hier schon mal fährt mehr. Dann kann ich die Sound. Ja doch, nee, kann ich ja. Ah shit, die kann ich ja gar nicht abschießen. Mit den Pfeil, mit dem Bogen. So. Ach, Care. Da, da hinten ist eine Patrouille. So, hier ist noch ein Boss. Hey, what did I just see? Ja, komm näher. Das ist doch, das nervt. Das nervt echt so, zack. Ich hätte die Taschen leer machen sollen. Ich bin so blöd, ey. So. Sind hier natürlich die Pferde auch alle weg, ne? Da stehen hier noch Pferde, die ich klauen kann. Nee, ne? Da läuft ein Hase rum. Nee, ich kann ja doch plündern, fällt mir gerade auf. Vielleicht finde ich auch meine Sachen alle wieder. Irgendwie. Ne, alles nehmen. Hier ist jetzt natürlich keiner mehr. Ich hoffe nur, dass ich hier noch meine Sachen irgendwie wieder finde. Wobei ich mir da nicht wirklich große Hoffnungen mache. Alles nehmen. Der ist schon leer. Ja, komm, egal. Ich würde sagen, Siedlung niederbrennen. Pferde sind auch alle weg, ne? Ja. Nachdem ich gestorben bin. Schade, schade, schade. So. Wo ist denn mein Pferd? Wieso ist das so weit weg? Man ist ja gar nicht so weit weg. Ja, ich würde sagen, dann geht es nach da hinten weiter. Oder machen wir erst die, wir machen erst die Taschen leer. Da. So. Satteltasche ist, glaube ich, nichts drin. Ne? Da hat man nichts reingepackt. Nein. Dann. Da ist einer zu viel. Okay. Das können wir sofort ändern. Den schicken wir dann nach Irapuhitche. So. Einen. Ne? Oder, ach komm, wir können auch direkt zwei hinschicken. Zwei Krieger. Sende nach da. So. Gruppe ausrüsten. Senden.
Sonst noch irgendwo eine Überbevölkerung? Nee, leider nicht. Da können wir noch ein paar Waffen gebrauchen. So hineinlegen. So. Was brauche ich denn da für ein Hunterbow, Woodenbow? Woodenbow? Habe ich doch hier einen. Nehmen wir den doch mal mit. So, dann kann ich wenigstens die Stun-Arrows abschießen. So, dann gehen wir mal nach hier. Na, dachte ich hätte einen Schuss gehört. Was ist das denn? Ist das großer Sturm? Ist das das Fort? Nee, das ist hier hinten, die Lorenz Farm. Nee, wir wollen aber erstmal hier hin. Die sind mir alle zu nah am unseren Camp. Siehst du, da läuft schon einer. Der nervt uns auf jeden Fall nicht mehr. Jemand Nettes dabei? Ja. Alles nehmen. Zack. So. Dann kommt, oh, da ist schon der nächste. Ich glaube, dann steige ich doch mal ab. Sicherer. Nein, den Sandsturm können die mich, glaube ich, gar nicht so schnell sehen, ne? Mal, dass ich hier ins Gebüsch komme. Feinde aufspüren. Leg mir erstmal vorsichtshalber vom Boden hier. So. Jetzt Feinde aufspüren. Nummer 1. Da hinten noch einer? Nee, ne? Aber hinterm Baum ist noch einer, ne? Da ist noch einer. Ganz hinten ist auch noch einer. Aber den krieg, doch, den haben wir auch noch gekriegt. Okay. Da ist noch einer. Kann ich mir den vielleicht cachen? Komm mal ein bisschen näher. Ich bin einfach zu unvorsichtig hier. So. Muss man wieder ein bisschen aufmerksamer werden hier und vorsichtiger spielen. Ich gedacht, mit dem Sandsturm sehen die mich vielleicht nicht so schnell, aber dem war es leider doch nicht so. War denn jetzt da einer, der muss mich doch durch ein Zelt gesehen haben, oder nicht? Den treffe ich von hier nicht. Dann gehen wir mal hier rum. Find das immer interessant, wie die teilweise so mit dem Kopf den Pfeil ausweichen, ne? Als wenn die den Pfeil kommen sehen. So, das war es jetzt hier aber.
Gucken wir mal, ob es hier was Interessantes zu plündern gibt. So, den können wir noch plündern. Hier ist doch bestimmt auch was, ne? Ne, hier ist alles leer. Was sagt er? Aber den Wagen hier, da ist doch bestimmt was drin. So. Wir nehmen erstmal alles mit. Unser Pferd ist ja leer. Auch alles nehmen. Alles nehmen. So, da ist nichts mehr drin. Hier ist noch was. Jetzt sind wir überladen. Kann man Pferdchen rufen? So. Da ist ein kleiner Hase. Oh, Quatsch. Tut mir leid. Oh, da ist noch ein Hase. So, wir machen erstmal die Taschen leer. Nein, nicht aufsteigen. So. Tasche voll. Sind wir noch überladen? Ne, wir kriegen noch ein bisschen mit. Gucke ich mal eben hier. Wo ist denn das Kaninchen, was wir getötet haben? Da. Nehmen wir ein bisschen Sehen und Fleisch mit. So. Ne? Wenn wir das Tier schon getötet haben, dann müssen wir das auch verwerten. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es hier. Ach so, nee, ich wollte Siedlung niederbrennen. Ja, meine Freunde, die Zeit ist auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.